Salizhemme. Heute Abschluss, letztes Review der Oceanliner Serie. Hat jetzt auch lang genug gedauert. Ich hatte so viel offen, dass ich da erstmal eine Weile gebraucht habe, bis ich mich dann auch an den letzten Kameraden aus dieser Serie wenden konnte. Die deutsche Ostafrika-Linie. Ich zeige euch mal direkt das Tabakbild. Seht hier Black Cavendish, Virginias. Und dementsprechend müssten die meisten eigentlich schon wissen, was hier los ist. Ja, es handelt sich bei allen aus dieser Serie um ausgesprochen Hocharomaten, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das seht ihr dann nachher im Fazitvideo, was ich dann gleich hinterher mache. Die sind alle brauchbar, das ist nichts mit Rauchpappe. So, wie gesagt, wir haben hier Black Cavendish in Virginia. Ihr kriegt auch noch Detailfotos, wie üblich. Das Ganze hier halt wieder auch als Loose Cut. Eher ein bisschen langfaserig geschnitten. Dementsprechend problemlos im Abbrandverhalten. Aromatisch war ich eine ganze Zeit lang, und ihr seht, das hier ist ein 100 Gramm Tiegel, da ist doch schon was raus, bis ich dann das vollständig ergründet hatte. Ich muss das mal zumachen, sonst falle ich jetzt gleich hier vom Sofa. Aromatisch sind im ersten Moment, wo man da dran riecht, das riecht beerig, das riecht vollfruchtig. Da war ich auch eine ganze Zeit am Überlegen, was zum Henker soll das sein? Ich habe es dann während dem Rauchen beim zweiten, dritten Mal, da fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen. Ich weiß nicht, wer von euch noch diese Traubenzucker, diese einzeln abgepackten, die man in der Apotheke immer dazu gekriegt hat, zumindest früher und oftmals natürlich zwangsweigerlich als Kind, die man dann immer da irgendwie, wenn man in der Apotheke was an Medikamenten abholen musste oder generell in der Apotheke was gekauft hat, dann als Kind meistens dann dazu bekam. Da gab es die gelb eingepackten, Banane. Der schmeckt exakt wie dieses Traubenzucker-Bananen-Zeugs. Und zwar von oben bis unten, vorne bis hinten, ohne Kompromisse. Da spielt auch für mich der doch verhältnismäßig hohe Anteil an Virginias, ich zeige es ja gerne nochmal, absolut meiner Meinung nach null Rolle. Konditionierung DTM-typisch wieder hervorragend. Braucht man nicht abtrocknen lassen, braucht man nicht nachbefeuchten, einfach aufmachen, Pfeife, Feierabend, anzünden und die Sache läuft. In der Raumnote dementsprechend auch sehr fruchtig, sehr beerig, mit einem kräftigen Touch nach Banane, wobei hier meine Frau das mit ihrer Nase nicht so ganz zerlegt bekommt. Die ist dann auch der Meinung, hier, das riecht recht süß und das riecht nach irgendwie nach so einem Früchtecocktail, aber genau verorten kann sie es nicht. Wie gesagt, auf der Zunge merkt man dann Banane. Ist jetzt auch nicht ganz mein Aroma, also auch das wäre so ein Kamerad für wer den möchte. Ich wiege euch das dann ab, wir werden uns dann da einig, einfach Mail schreiben, bevor ich den aus Versehen der Tonne opfer. Was es nicht gibt, ist die Dose, denn dafür sind die einfach zu schick. Die gehen wir mal näher ran. Das sind halt einfach schöne Dosen in dieser Serie. Und ich kann wirklich jedem, der mal Aromaten möchte, einfach nur mal raten, sich mal einen aus dieser Serie zu holen. Also das ist ja überhaupt gar kein Problem. Es handelt sich ja hier nicht um Rauchpappen. Sind sie durch die Bank weg alle nicht. Das schmeckt wirklich von oben bis unten durch, beziehungsweise bei 2 lässt das Aroma zwar gegen Ende ein bisschen nach, aber bei denen kommt dann der Tabak dann auch noch unten drunter ein bisschen zum Zuge. Wie gesagt, problemlos zu handhaben, problemlos zu stopfen. Ich empfehle auch hier, weil das ein relativ kräftiges Aroma ist, das eher, ich sag mal, aus mindestens mittelgroßen Pfeifen zu rauchen, eher vielleicht sogar aus großen.
einfach, dass das Aroma Platz hat, sich zu entfalten und dass man da auch alles mitbekommt. Ja, das somit jetzt der Einzelreview-Abschluss der Serie, der Ocean Liner Series von DTM. Das nächste Video zu... Ja, auf dem Land leben hat auch Nachteile. Das nächste Video zu der Serie ist dann jetzt das Fazitvideo. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald, wir sehen uns. Ciao.